Alle Zeichen stehen bei Fürstin Charlene und Fürst Albert auf Trennung. Nun macht sich die Monarchin überraschend aus dem Staub und lässt ihre Kinder im Stich. Eigentlich hatte Charlene von Monaco immer betont, wie sehr ihr ihre Kinder am Herz liegen. Doch bereits während der Krankheit und dem langen Aufenthalt im Ausland ließ Charlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques in Monaco zurück. Und genau das scheint sich nun zu wiederholen. Charlene von Monaco, sie macht sich aus dem Staub. Fürstin Charlene verlässt den monegassischen Hof. Die Ehefrau von Fürst Albert soll trotz der anhaltenden Trennungsgerüchte gemeinsam mit ihrem Gatten am 15. September eine Reise nach Südafrika antreten. Der Grund für die Stippvisite in ihrer alten Heimat ist ein Event ihrer Stiftung Foundation Prinzesse Charlene de Monaco, das am 16. September stattfindet. Denn diese richtet bereits zum 5. Mal die Waterbike Challenge in der Nähe von Johannesburg aus. Eine echte Herzensangelegenheit für Charlene von Monaco. Die Ex-Schwimmerin möchte mit diesem Projekt auf die Gefahren von Badeunfällen hinweisen und durch Spenden für mehr Sicherheit sorgen. Bereits für den 17. September ist die Rückreise des Paares nach Monaco geplant, wie französische Medien berichten. Denn dort werden die Kinder von Charlene und Fürst Albert sehnsüchtig auf ihre Eltern warten. Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques können ihre Eltern nicht begleiten, da die Zwillinge bereits am 11. September zurück in die Schule kehren, da die Sommerferien enden. An der katholischen Privatschule François d'Assise Nicolas Barré in Monaco werden sie in die 3. Klasse eingeschult. Da würde es sich nicht schicken, bereits in der ersten Schulwoche zu fehlen. Es bleibt für die Kinder von Charlene von Monaco nur zu hoffen, dass ihre Mama sich dieses Mal an den Reiseplan hält und tatsächlich am 17. September gemeinsam mit Fürst Albert die Rückreise in das monegassische Fürstentum antritt.